Willkommen bei Biomutant. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deinen treuen Weggefährten, den Roboter, updaten kannst und damit zugleich auch die Möglichkeit bekommst, genau das hier zu tun, was der Kleine jetzt macht. Nämlich einen Gleiter benutzen. Und dieser Gleiter ist auf jeden Fall ziemlich wertvoll, ziemlich cool. Und das Beste, man kann ihn sehr einfach bekommen. Das Einzige, was man machen muss, man muss einen gewissen Typen suchen. Und da vorne steht er auch schon, den müssen wir finden. Der steht normalerweise immer an den gleichen Plätzen, aber man soll ihn auch an anderen Plätzen finden. Und deshalb solltest du hier die Augen offen halten. Auf jeden Fall zeige ich dir, wo ich ihn gefunden habe, damit du da schon mal nachschauen kannst. Der Ablauf ist immer derselbe. Wenn du ihn siehst, lauf hin und klick ihn an. Dann wirst du in eine Erinnerung versetzt, in der du dich mit einem oder mehreren Feinden kloppen musst. Das Ganze ist nicht tödlich, sondern eher so trainingsmäßig anzusehen und am Ende geht einer auf die Knie. Es ist dabei völlig egal, ob du gewinnst oder verlierst. In beiden Fällen bekommst du auf jeden Fall nachher die Möglichkeit, eine Roboterfunktion abzurufen. Und als erstes nehmen wir uns auf jeden Fall den Luftgleiter. Damit steht dir jetzt der Luftgleiter zur Verfügung und du kannst ihn einsetzen. Hier ist die Position, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und an dieser Stelle habe ich ihn auch noch ein weiteres Mal gesehen, aber dazu gleich mehr. Das nächste Treffen fand dann im Nordosten der Karte statt. Ich blende dir die Karte ein und das ist schon ziemlich weit oben rechts. Der Ablauf, wie gesagt, gleich. Wir kämpfen, gewinnen oder verlieren und dann suchen wir uns die nächste Funktion aus. In dem Fall entscheide ich mich für den Peng Peng Bum. Damit feuert dein Roboter gemeinsam mit dir auf deine Feinde. Und das Ganze sieht dann so aus. Achte mal auf die grünen Strahlen, die jetzt immer wieder zu sehen sind. Das macht ab sofort jetzt dein Roboter und damit bekommen deine Feinde etwas zusätzlichen Schaden ab. Ich hatte ja vorher gesagt, dass ich den Typen an der gleichen Stelle nochmal getroffen habe und das war jetzt der Fall. Das war direkt nachdem ich das zweite Mal mit ihm gesprochen hatte und ich war da gerade wieder auf dem Rückweg zu einer anderen Mission und da sah ich, dass er dort wieder steht, also ihn angequatscht und was soll ich sagen, es lief wieder nach dem gleichen Schema, nur diesmal habe ich verloren, aber macht nichts, ich kann trotzdem meine Roboterfunktion abrufen. Und diesmal habe ich mich für den Kraftschub entschieden. Damit kann ich kurze Zeit meinen Schaden erhöhen. Das vierte Mal und an dem dritten Platz habe ich ihn im Südosten der Karte gefunden, auf einer kleinen Insel. Bei diesem vierten Mal war es diesmal ein bisschen anders. Es war nicht ein einzelner Gegner, mit dem ich es zu tun hatte, sondern mit drei. Und ich wurde innerhalb von kürzester Zeit gelegt. Aber das macht nichts. Am Ende konnte ich trotzdem meine Verbesserung freischalten. Und hier blieb ja nur noch eine übrig, nämlich die Gesundheitsinjektion. Und damit werde ich durch meinen Roboter geheilt. Und somit ist der Roboter komplett upgedatet und hat alle Funktionen, die er ebenso bekommen kann. Und ganz nebenbei bekommst du auch noch diese Errungenschaft bzw. Trophäe. Das soll es gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, lass einen Daumen nach oben da, gern auch ein Abo für den Kanal. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Biomutant.